Jeder andere Mann, der würde Luftsprünge machen, wenn die Frau ihm sagt, sie will eine Werkstatt. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr ja schon wisst, hat die Michi vor, eine Bike-Werkstatt zu bauen. Und wir machen das im IKEA-Style. Unbezahlte Werbung übrigens. Wir haben ja keinen Deal bekommen, leider. Hätten wir ein bisschen Geld gespart. Und was die Michi genau vorhat, wie das alles ablaufen soll und so, das kann sie euch gerne jetzt selber mal erzählen. Also wenn du Bock hast, günstig eine Bike-Werkstatt zu bauen mit wenig Platz, dann ist dieses Video auf jeden Fall genau das Richtige für dich. Und lass uns mal direkt loslegen. Also wir stehen jetzt hier gerade in unserem Bike-Raum im Keller. Der ist relativ klein und die Decken sind nicht sehr hoch und gerade ist auch ziemlich viel Chaos. Aber ich will euch trotzdem mal so grob erklären, was wir so ungefähr vorhaben. Also jetzt gerade steht hier einfach alles irgendwie rum. Irgendwas ist in irgendwelchen Boxen verteilt. Und immer wenn man ein Werkzeug braucht, muss man erstmal durch den halben Keller laufen und irgendwas suchen. Und dem Ganzen will ich erstmal schon mal Abhilfe verschaffen, indem ich an diese Wand schon mal, also hier ist die Wand, hier schon mal zwei große Werkbänke mit Schubladen hinstellen werde. Hier rechts kommt dann so ein Hochregal, wo man dann Sachen lagern kann. Und dieser Bikeständer, den man jetzt hier sieht, der kommt dann ganz auf die andere Seite, damit der schon mal aus den Füßen ist. Und ja, das ist so der grobe Plan. Das Ganze über IKEA, weil es soll ja halt irgendwie bezahlbar sein. Und ich finde tatsächlich, dass diese Serie, diese Bohr-Serie. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich war. Achso, ja genau. Die Bohr-Serie von IKEA sieht auch ziemlich stylisch aus, finde ich. Und es ist halt bezahlbar. Ja, und auch noch was Cooles beim IKEA. Es gibt dort so einen 3D-Planer. Da kann man sich quasi seinen Raum schon am PC so ein bisschen zusammenstellen und sieht dann so grob, wie das Ganze aussehen wird und was es kosten wird. Und das werden wir jetzt einmal zusammen machen und dann könnt ihr euch schon mal ein kleines Bild davon machen. So, also dafür gehen wir jetzt erstmal hier auf die Seite von IKEA. Dann gebe ich mal hier oben Planer ein. Da, 3D-Raumplaner. Dann kann man sich jetzt hier aussuchen, was man für einen Ausstellungsraum haben möchte. Ich nehme jetzt hier einfach mal gemütlich und zeitgemäß. Kommt in etwa hin. Und dann kann man hier unten die Ansicht ändern, von wo man jetzt hier auf den Raum gucken will. Und die Ansicht hier passt eigentlich ganz gut. Dann ist hier die Werkstatt. So, und jetzt gehen wir mal ein. Bohr, da kommen auch schon die Sachen. Hier, diese Schubladen fand ich ganz cool. Das ist jetzt erstmal so die Frontansicht. Das finde ich eigentlich schon ziemlich cool. Hat man jede Menge Platz. Und so in etwa wird das Ganze dann aussehen. Finde ich auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache hier, dieser Planer. Vorher hatte man das immer nur so von den einzelnen Serien. Aber hier hat man irgendwie so den ganzen IKEA-Katalog, glaube ich. Oder fast alles. Und ja, so in etwa habe ich mir das vorgestellt. Ich gucke jetzt noch so ein bisschen, ob ich noch irgendwas tunen kann. Und dann kommt das Ganze auf die Merkliste. Und dann geht's los zum IKEA. Ja Leute, was geht ab? Was kann man sich Schöneres vorstellen, als an einem Samstag nach IKEA zu fahren? Der Traum eines jeden Mannes, samstags loszuziehen zu IKEA. Aber naja, die Michi will halt ihre Bike-Werkstatt holen und da fahren wir jetzt hin. Haben wir gesagt, wir nehmen euch da mit und fahren jetzt mal los. IKEA ist immer voll. Nee, so voll nicht. So voll ist ja geisteskrank. Normalerweise kriegt man hier immer einen Parkplatz, weil die nicht so lange zur Türe laufen wollen. Mir ist das immer egal. Der Twingo kommt auf sein Leben nicht klar da vorne. Da streiten sie sich schon um die Parkplätze. Stehen schon in Schlange. Ich
glaube, wir fahren wieder zurück, ne? Sagen wir nach Hause. Ernsthaft? Steht da einfach so ein Wagen. Steht aber irgendwie immer. Leute, Menschenmassen ist ja eh schon so ein Problem für mich. Und dann auch noch Ikea an so einem Samstag. Ist ein absoluter Knüller. Aber was tut man nicht alles, damit die Frau glücklich ist, ne? Und man die ihre Bikewerkstatt kriegt. Vor allem jetzt, wo sie ja so ein bisschen verletzt ist und demnächst wahrscheinlich nicht so viel aufs Rad kommt, denke ich, ist das eine ganz gute Idee, einfach die Bikewerkstatt ready zu machen. Ist auf jeden Fall perfekt. Wir haben irgendwie alle Deko-Sachen und Pflanzen und so gleich, aber die ganzen Möbel noch nicht. Und Leute, es ist abnormal voll. Es ist komplett geisteskrank. Das komme ich auf jeden Fall nicht nochmal auf die Idee, an einem Wochenende nach Ikea zu gehen. Die auch noch? So was ist auch ganz schön, aber ich suche immer noch die andere. Das ist, ja, wir müssen wahrscheinlich eh auf die anderen Sachen warten, ne? Ja. Das ist die perfekte Upsell-Methode. Nehmen wir den hier, Hotdog, oder den? Der Veggie ist besser. Veggie? Nehme ich. Krass, ey. Deine Bestellung lautet 847. Steht das hier drauf? Doch, hier 847. Ja. Tschüss, Wartezeit. Tschüss. Und den Hotdog nicht? Der kommt direkt raus gleich. Der kommt jetzt raus. Wie das jetzt mit dem Hotdog klappt, weiß ich nicht. Yum, yum. Mit Gurken hast du mir geholt? Für dich. Aha, okay. Du magst das doch, oder? Eigentlich nicht. Leute, wir haben es geschafft. Es war weniger schlimm, als ich dachte. Schön war es trotzdem nicht. Und wir haben auch, glaube ich, gar nicht alles bekommen. Aber da müsst ihr die Michi fragen. Die ist da Experte im Game. Und ja, wir fahren jetzt zurück nach Hause. Und ja, dann gucken wir mal. Vielleicht kommen wir heute noch zum Aufbau. Sehen es gleich wieder. Jo Leute, was geht ab? Wir sind am nächsten Tag. Hier ist schon ein bisschen freigeräumt, wie ihr seht. Und ja, was für ein tolles, wunderschönes Wochenende. Gestern durfte ich zu Ikea fahren. Heute darf ich Ikea-Sachen aufbauen. Also, ich muss sagen, dieses Wochenende ist einfach ein Traum. Was? Du machst das ja nicht alleine. Ich helfe dir doch. Beziehungsweise er hilft mir. Ich mache das meist eh allein. Ja, also ich bin jetzt nur kurz hier, um in die Kamera zu reden und danach lasse ich dann die Michi alles alleine machen. Hier steht der ganze Kram und wir werden jetzt so ein bisschen basteln gehen dort. Und wenn wir zwischendurch voll abkotzen, weil Ikea-Sachen meistens ja nicht so einfach aufzubauen sind, melden wir uns bei euch. Jeder andere Mann, der würde Luftsprünge machen, wenn die Frau ihm sagt, sie will eine Werkstatt. Ja, aber ich bastel doch nicht gerne. Ich fahre einfach nur Fahrrad. Okay, Leute, das erste Ding steht. Das ist noch voll, also meines Wissens nach, sehr, sehr unbearbeitetes Holz. Ich glaube, man könnte das jetzt noch, man hätte das vorher praktisch ölen können oder so, hat die Michi gerade gesagt. Und könnte das aussehen wie das.
aber nicht so schlimm. Ich bin da nicht so pingelig mit. Ja, jetzt haben wir genau das gleiche Prozedere nochmal. Das Ding war wirklich nicht so ultra leicht aufzubauen. Und der Tom hatte der Michi schon geschrieben, dass der Tom voll abgekotzt hat bei dem Ding. Kann ich verstehen, besonders wenn man das alleine hätte aufbauen wollen, dann wäre es auf jeden Fall ein Kampf. So, wie ihr seht, Leute, ich bin fertig. Jetzt fehlt eigentlich nur noch eine Lampe, die können wir da schon reinstellen. Ja. Und die Dinger für die Wand, ne? Dinger, ja genau, und so eine Pflanze. Und den Servicewagen, diesen kleinen Rollwagen. Ein Servicewagen. guckt euch das Katastrophe an hier. Wir haben eh immer Probleme mit dem Papiermüll. Hier ist der Servicewagen drin. Aber da habe ich jetzt echt, glaube ich, keine Lust mehr zu heute. Ich weiß nicht, ob die Michi gleich noch weitermachen will, wenn wir... Wir machen jetzt Feierabend. Wir wollen alles essen. Und dann machst du mal anders weiter. Ja. Weil wir müssen auch noch für das Fenster Rollos oder sowas besorgen. Nein, eigentlich nicht. Guck mal, wie hässlich das aussieht. Ich wollte gerne so diese Raff-Rollos. Weißt du? Ich weiß nicht, was das ist. Naja, wie auch immer. Wir machen jetzt hier ein paar Kleinigkeiten noch und dann wird es was zu essen geben. Und dann geht's an einem anderen Tag weiter. Gute Nacht. Im Hintergrund vielleicht schon erkennen kann, sind wieder ein paar Pakete angekommen. Ich hatte nämlich alles das, was wir vor Ort nicht im IKEA bekommen konnten, online bestellt und das ist jetzt angekommen. Das heißt, wir können jetzt weitermachen mit unserer Bike-Werkstatt. Ich habe hier schon mal einen Kaffee. James ist auch da zur Verstärkung und dann wollen wir mal die Kartons öffnen. So, das ist jetzt hier die Ausbeute. Hier einmal die zwei Lochplatten, die dann über die Kommode kommen. Und hier unten ein bisschen Boxen zum Verstauen und Deko. Und hier ist noch der kleine Service-Servierwagen, den ich dann in den Bikeständer stellen wollte. Leider hat es nicht alles unversehrt geschafft. Zum Beispiel hier, diese Dinger sind kaputt gegangen. Die Pflanzentöpfe und hier der Mülleimer hat es auch nicht geschafft. War aber auch echt scheiße verpackt, muss ich sagen. Es war hier dieser riesige Karton und da lag einfach alles lose drin. Naja, wir machen jetzt erstmal weiter mit den Lochplatten da, würde ich sagen. Ist sogar einigermaßen gerade. Ja, immer aufregend. Ich musste jetzt direkt schon mal ein paar Werkzeuge dranhängen, damit ich ungefähr auch grob weiß, wie ich diese ganzen Löcher organisieren will. Und ja, das ist das Ergebnis und das sieht einfach mal schon mega cool aus. Dem James gefällt es auch, glaube ich, oder? Jetzt dachte ich, ich kann noch mal eben schnell den Servierwagen zusammenbauen. Und dann besteht er einfach auch schon wieder aus 1000 Einzelteilen. Das Ding ist, für euch sieht das ja so aus, als wäre ich hier nur ein paar Minuten beschäftigt. Aber allein schon diese Lochplatten, es hat bestimmt 2 Stunden gedauert, jetzt mit diesen ganzen kleinen Dinger da reinfummeln und das Werkzeug aufhängen und sortieren. Ja, aber den Servierwagen würde ich schon gern jetzt noch fertig machen.
Hoffen wir mal, das geht schneller, als es aussieht. Ich habe übrigens hier diese Boxen beim IKEA noch gefunden für 1,40 € oder so. Und die passen einfach halt perfekt in die Schublade rein. Da kriegt man genau drei nebeneinander und kann dann halt richtig cool organisieren und sortieren. Das fand ich mega geil. Und ja, deswegen sortiere ich die jetzt mal eben ein. Das hat jetzt auf jeden Fall ganz schön lange alles gedauert. Ich bin jetzt zwar fast fertig, aber ich bin durch für heute. Ich habe langsam Kopfschmerzen und auch echt Hunger. Deswegen werde ich mir jetzt erstmal was zu essen bestellen. Ich finde es aber echt schon richtig, richtig schön. Es ist eine richtig cozy Bikewerkstatt geworden. Es müssen allerdings noch ein paar Kleinigkeiten gemacht werden. Ich werde morgen noch die ganzen Schränke einräumen und dann filmen wir nochmal alles für euch ab, dass ihr das genau sehen könnt. So eine kleine Roomtour. Und dann gibt es auch nochmal ein kleines Fazit. Ja. Kleine Bikewerkstatt ist jetzt so gut wie fertig eigentlich. Wir haben jetzt hier gerade noch die Lampe gewechselt und die ganzen Schubladen mal eingeräumt. Und jetzt ist das Ganze soweit fertig, dass ich euch einmal kurz rumführen kann. Und zwar geht es hier los mit einem Regal, wie man sieht, wo man schön Sachen aufstellen kann, mit einer kleinen indirekten Beleuchtung. Dann geht es hier direkt drüber zu dem Herzstück der Bikewerkstatt, diese Lochplatten mit dem ganzen Werkzeug. Und das, finde ich, sieht echt einfach mega cool aus. Es war zwar ein kleiner Krampf, diese ganzen kleinen Pinöppels da rein zu friemeln, aber so, dass der Gesamteindruck ist schon echt schön damit. Und ja, dann haben wir hier super, super viel Stauraum mit dieser Werkbank-Kommode. Da haben wir ja hier diese kleinen Boxen drin. Da konnten wir jede Menge reinpacken. Und hier alles für die Bremsen. Wir haben jetzt noch nicht so ein ganz genaues Konzept, wie wir das hier sortieren wollen. Aber das zeigt sich dann nach und nach, was man da alles drinne braucht. Ja, auf jeden Fall geht es dann weiter. Hier ist mein kleiner mobiler Flitzer, mein Servicewagen. Dann kann man nämlich, wenn man hier so am Fahrrad schraubt, dann da Sachen ablegen und hin und her schieben. Das finde ich ziemlich cool und der hat irgendwie auch nur 9 € gekostet. Ja, und hier ist dann die Ecke mit dem Bikeständer, wo dann ein Fahrrad stehen kann. Den Bikeständer kann man dann aber auch, je nachdem wie man Lust hat, den halt einfach auch in die Mitte vom Raum stellen und dann drumherum arbeiten. Platz ist ja genug da. Und ja, das Fenster habe ich halt noch so ein bisschen verschönert mit so Pflanzen. Ich finde, das sieht ganz hübsch aus. Und ja, so im Großen und Ganzen ist das so die Bikewerkstatt. Die wird bestimmt nach und nach noch irgendwie einige Upgrades bekommen, wenn man merkt, irgendwas fehlt oder könnte noch optimiert werden. Ja, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich finde es mega schön. Ich finde es auch irgendwie total cozy, weil die meisten Bikewerkstätte sind ja dann irgendwie so total kühl. Und das sieht einfach auch total gemütlich aus und macht dann auch Spaß, hier in dem Raum irgendwas zu machen. So Leute, und ich bin einfach froh, dass das Projekt abgeschlossen ist, wie immer. Weil so Projekte von der Michi, die dauern halt auch immer mehrere Wochen. Und ich muss dann ja immer, wie sagt man? Eigentlich muss er gar nicht viel machen, weil ich fast alles allein gemacht habe. Er muss nur immer, wenn es aufwendiger wird oder man mehr Kraft braucht, dann muss er mir halt helfen. Ja, aber so ein paar Hard Facts jetzt nochmal so zum Schluss zu diesem Thema Bikewerkstatt. Uns war wichtig, dass das Ganze so low budget wie möglich ist, weil wer sich mal mit dem Thema auseinandergesetzt hat, der weiß vielleicht, dass so eine Werkbank oder auch so ein Werkzeugwagen oder sowas einfach ultra teuer ist. Und das geht halt dann doch ziemlich schnell ins Geld. Mhm. Und ich würde jetzt mal sagen, wir rechnen einfach mal ganz kurz euch vor, was so das Nötigste gekostet hätte. Zum Beispiel dieses Regal, das wäre jetzt ja eigentlich nicht nötig gewesen. Mhm. Und die ganze Deko wäre theoretisch ja auch nicht nötig gewesen. Aber da eine Frau die Werkstatt eingerichtet hat,
ist das dann doch nötig gewesen. Ja, und es sieht ja auch total schön aus, oder? Ja, sieht schön aus für euch, für Videos, ihr dürft euch freuen. Also, eine von diesen Werkbänken kostet bei IKEA aktuell 179 Euro. Das heißt, zwei zusammen, ich kann nicht rechnen, 340, 250. Ja, ihr könnt euch das dann selber rausrechnen. Wir blenden euch einfach hier nur die Preise ein. Dann finde ich jetzt noch ganz praktisch diese Dinger hier, so Werkzeughalterungsgedöns. Ja, diese Dinger, die hier an den Wänden hängen, die Lochplatten, da gibt es ein Set, das ist 20-teilig, das haben wir, ne? Ja. Das kostet 45 Euro aktuell jetzt bei IKEA. Finde ich es auch noch ein überschaubarer Preis. Und unser Werkzeugwagen, den ihr hier gesehen habt, der eigentlich ein Servierwagen ist, der aber trotzdem ja praktisch ist. Ne? Also man kann ihn ja dann praktisch neben den Bikeständer oder neben das die Arbeitsfläche praktisch schieben, um da an die nötigsten Sachen immer schnell dran zu kommen. Und der kostet nur 10 Euro. Ne? Ja, aber gerade eben stand da 19 Euro. Also entweder 10 oder 19. Ich weiß es nicht genau. Okay. Kann sein, dass wir einen Rabatt hatten. Okay. Also alles in allem würde ich jetzt mal sagen, grob kann man sagen, 500 Euro für alles zusammen. Ja. Ne? Und dann habt ihr praktisch das gleiche Setup wie wir. Was wir halt jetzt noch on top haben, sind dann natürlich diese Schubladen-Einsätze, damit es einfach ein bisschen besser organisiert ist. Aber da kann man ja theoretisch auch alles mögliche andere nehmen. Ne? Wenn man jetzt so richtig, wenn ich es gemacht hätte, hätte ich mehr Kartons genommen, die ich im Keller stehen gehabt hätte. Schuhkartons. Ja. Und hätte, ja, also zum Beispiel, kann ich gar nicht erzählen, aber egal. Schuhkartons sind so mein Ding, ja, um Ordnung zu halten. Für alles. Und ich finde, man könnte damit sicher noch günstiger sein. Und vielleicht braucht man auch gar nicht zwei von den Teilen, sondern nur eins. Das heißt, ich glaube tatsächlich, dass man mit 250 Euro auch schon ein cooles Setup zu Hause hätte und nämlich dann hier so die Hälfte. Dann wäre das auch noch für sehr, sehr wenig Platz. Der Raum hier ist auch nicht besonders groß. Ja. Aber wenn man jetzt noch weniger Platz hätte, könnte man das jetzt einzeln sich holen. Und ich finde, dann hat man ein ganz schönes Setup, um so ein bisschen zu Hause zu schrauben. Jetzt in der Off-Season, finde ich, bietet sich sowas doch auch an, da mal sein Bike wieder frisch zu machen oder halt auch einfach sich so einen Raum einzurichten. Ja, vielleicht ist das so ein bisschen Inspiration für euch. Und für euch so zum Nachmachen zu Hause. Wenn ihr schon Bike-Werkstatt-Ideen habt, dann schreibt die doch auch gerne mal in die Kommentare. Vielleicht habt ihr Tipps. Ich finde das immer cool. Bei uns in der Community hat das jetzt die letzten Monate gut funktioniert, dass wir uns gegenseitig so ein bisschen ausgetauscht haben in den Kommentaren. Und das kann gerne so weitergehen. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt auf die ganzen Tutorials, die Michi demnächst macht. Ich habe schon gehört, es gibt, was gibt es? Gabelumbau, ne? Fahrwerkstuning. Dann, Vorsicht bitte. Fahrwerkstuning, was gibt's noch? Mein Rice braucht vorne eine stärkere Bremse, da wollte ich eine Vierkolben reinmachen. Also Bremsen-Setup kommt? Ja, also es wird richtig abgehen. Ja. Ja. Also dürft ihr euch auf viele, viele Tutorials freuen, Leute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, morgen, Mittag, wann auch immer ihr das Video schaut. Sehen uns beim nächsten Video. Abonnieren nicht vergessen. Schreibt der Michi eure Meinung auf Instagram. Genau, folgt mir auf Instagram. It's Michi. Und bis zum nächsten Video. Leute, immer die gleichen durch. Guck mal,